Servusle, meine Winterwunderland-Wanderer. Schön, dass ihr reinschaut auf eine gemütliche Runde mit Evil Dynasty, mit Voucher und mit Rasimir. Es geht weiter bei uns heute mit einem Ausflug, egal wie das Wetter wird. Ich habe nochmal nachgeschaut. Wir sind ja. Oh, ich brauche geschwind. Ich brauche geschwind noch was. Eine Fackel. Wir sind ja nicht weit weg von unserem nächsten Einsatzgebiet, den Norbert, zu treffen. Außerdem haben wir dann beim Alwin was abzugeben und der Gustl wartet auch schon ewig auf uns. Lass uns heute eine kleine Tour machen. Wir nehmen uns aber Pfeile mit. Ich hoffe natürlich ein bisschen drauf, dass wir wieder Banditen irgendwo sehen. Ich wollte mir Fackel mitnehmen. Reicht mir die eine? Ich nehme hier auch nochmal eine mit. Dann haben wir zwei Fackeln. Den Rest kann ich eigentlich so lassen. Dann gehen wir jetzt erstmal kurz heim schlafen und dann schauen wir mal, was wir für ein Wetter bekommen. So. Ich habe mir Fischfilet rausgeholt. Trinken tue ich dann am Fluss. Steinpfeile, ne? Da müssen wir gleich mal gucken, ob wir uns da was herstellen können. Jetzt gehen wir aber erst nach Hause. Vielleicht haben wir Glück und es gibt ein schönes Wetter. Dann laufen wir hinten rum, nämlich durch den Wald. Richtung Gustovia dann später. So. Wir kehren ein, machen erstmal die Butze warm. Schalalilala. So. Ne, mit E war schon recht. Hallo? Es ist doch schon an. Es ist doch schon an. Dann geht es natürlich nicht nochmal. Ne, ich schlafe jetzt einfach auch. Das wollte ich zuerst wecken, aber wir haben ja schon alles erledigt. So, und raus zur Arbeit. Jawohl, kein Küsschen, kein nichts. Keiner da. Wieso bin ich immer alleine? Guten Morgen, Wildruder, Spätzle. Alles gut? Ich hoff's. Ich gehe mir Steinpfeile machen. Ich bin dann unterwegs heute. Und du wunderst dich, dass ich hier mit jedem anderen schwätze. Da kommen wir auch schon. Hallo, ne? Digga, so schnell wie du eingeladen warst, bist du ausgeladen, gell? Ich sag's nur. So, schönen Tag aber, wie passt doch. Also, pass auf. Erstmal kurz was, dass der Bauch voll ist. Ja, die haben sie ganz gut hingekriegt, die Fischfilet. Brauchst halt 10 Stück, aber dann bist du auch satt. So, Leute. Feldertechnisch habe ich ja jetzt nichts mehr vor. Das habe ich mir so überlegt. Das lassen wir so. Letzte Aktion im Winter wird dann sein. Guten Morgen. Dass wir nochmal Verdorbenes herstellen, in Anführungszeichen, dass wir im Frühling dann durchstarten können. Frühling kann es sein, dass wir die ersten richtigen Felder hinten anlegen. Genau. Stein, Stick und Federn. Jetzt bin ich mal gespannt, was davon wir alles haben. Stick nehme ich mal alle raus. Stein haben wir nicht allzu viel. Federn hätten wir aber genug. Ja, so 20 Pfeile hätte ich schon gern dabei. Wenn ich immer auf dem letzten Pfeil rumrutsche, weißt du, ich verballer lieber ein paar. Dafür kann ich dann freier schießen. Wir brauchen Steinwaffen. Okay, das sind doch 20, oder? Jupp, 20 Stück. Und weil ich das eh mal momentan. Ne, ich muss es wieder zurückschmeißen, weil er macht ja mit hier, ne? Muss ich gerade mal kurz gucken, ob der tatsächlich vielleicht schon Pfeile hergestellt hat. Stein? Fackeln? Ne. Noch nicht. Aber der kommt. Heute kommt er. Also pass auf, ich gucke nochmal ganz kurz durch. Wir haben unseren Bogen tatsächlich auf der 1 und insgesamt verfügen wir jetzt über 1, 2, 3 plus 22, also 25 Steinpfeile. Ich würde sagen, voll gefuttert sind wir auch. Getrunken haben wir. Baranica. Das war hier oben, gell? Weißt du was? Heute laufen wir mal nicht am Weg entlang. Heute laufen wir einfach mal querfeldein. Und genießen das. Ja, der Norbert, Mensch. Bin mal gespannt, ob der Norbert vielleicht der letzte ist von den glorreichen 5. Würde mich aber wundern. Wäre es eher eine Zufallsbegegnung, oder? Weil der Norbert ist ja von der Fenner. Von der Super Fenner. Wahrscheinlich heißt sie anders. Ihr wisst aber, wen ich meine, die mit dem Pfeil im Kopf. Von der ist der ja ein Bekannter. Vielleicht kriegen wir es irgendwie hin, dass der Sambor direkt mit dem Norbert Geschäfte macht. Die wohnen ziemlich dicht beieinander. Und wieso brauchen wir einen Mittelsmann, weißt du? Oder eine Mittelsmännin. So. Wir laufen querfeldein, juchhe, am Bison vorbei, das ist so schee. Tief laufen wir durch den weißen Schnee, das ist Winter in Medieval Dynasty. So, jetzt habt ihr den Salat, bitteschön. So, ich gehe da voll auf, das ist bei mir beim Einloggen bin ich woanders. Das hast du nicht in jedem Spiel, aber in dem auf jeden Fall. So, ich bin immer am Überlegen, soll ich am Wegrand laufen, weil ich da meistens die Wegen bisher gefunden habe, oder querfeldein, weißt du? Schalana, hier ist es schön. Ich höre jetzt auf, ich höre jetzt auf.
So. Querfeldein würde aber bedeuten, ich laufe. Jetzt laufen wir querfeldein. Jetzt haben wir es gesagt. Jetzt machen wir es auch. Wobei die eher im Wald ihr Lagerfeuer aufschlagen, ne? Da hätte ich tatsächlich gerne eine Übersicht auf der Map, wo die sind. Ich würde sie gezielt abfarmen gehen. Jagen müssen wir ja selber jetzt nichts mehr, wenn wir nicht wollen, ne? Oh, da kommen aber doch noch normalerweise die Jagdquests für den Bären. Auch tatsächlich die Wiesen müssen wir noch irgendwann machen, denke ich. So. Übrigens ganz herzlichen Dank an der Stelle für eure Feedbacks, gerade was den Unterhaltungswert angeht, dass ihr auch mehr oder weniger so erschrocken wart, als die 1000 Baumstämme fällig waren. Habe ich sehr gefeiert. Da hinten rennt der Wutz. Am Wegesrand, Wützle. Was rennt denn die weg? Ja, aber komm, wenn sie uns hier so kommt, können wir ja... Das war vielleicht ein bisschen arg mutig. Die greift dich dann nicht mehr an, ne? Für die ist es dann erledigt. Weißt du, dass die vielleicht dann irgendwie nochmal zurückkehren würde oder so? Ich glaube, die ist dann einfach durch. Für die ist es dann einfach durch. Hallöchen. Wolgan? Oh, Wolgan. Wolle? Wolgan hört sich ein bisschen an wie ein Name von einem von hier, ne? Wolgan kam ins Dorf. Nö, die ist einfach abkauen. Dann ist gut. Dann soll das so sein. Ich sehe keine Räuber jetzt hier, aber vielleicht haben wir ja später auf dem Rückweg mehr Glück. Der Luchs. Den Luchs jage ich nicht, bis ich es nicht muss. Schade, dass die dann so schnell abhauen. Lüxchen mein, hast du zufällig Räuber gesehen hier irgendwo? Da ist der nächste. Eigentlich sind es ja Raubkätzle, ne? Guck mal, da kommen da. Oh, der kommt ganz nah. Schönes Tier. Gab es bei uns damals im Zoo. Ich habe die super gern angeschaut. Toll. Es waren übrigens die Babywölfe, glaube ich, die ich die Tage mal gesehen habe. Jetzt bin ich mal auf den Norbert gespannt. Norbert, der Kunstinteressierte. Wahrscheinlich kennt er dich. Also ein bisschen habe ich so das Gefühl, was ich jetzt an Humor mitbekommen habe in den ganzen Stories. Könnte das gut sein, dass ich jetzt hier... Bei mir ist wieder New York ausgebrochen. Könnte gut sein, dass sich der Kreis hier schließt und die sich irgendwie durch Zufall doch kennen. Haben wir alle Häuser belegt daheim? Ich bin gerade im Überlegen, ob ich noch was offen habe. Nö. 2-4, 2-4, 2-4, 2-3, 2-3. Naja, bis jetzt sind noch keine Babys da, aber die kommen bestimmt bald. Gute Maie, Maie, Maie. Tybalda stand am Straßenrand. Hallöchen, was geht hier? Irgendjemand Außergewöhnliches? Hier, das ist aber meiner. Bin der Drogovid. Ich habe 3 auf Jage. Und ich bin der Gelehrte. Ich habe eine 3 auf Diplomatie. Nein, auf Schischerei. Ich habe gelogen. So, Nobbes, wo bist du denn? Ist er das? Norbert? Sieht man normalerweise am Alter, ob die sich kennen. Ich drück mal drauf. 39, das könnte der Jüngste im Bunde gewesen sein, oder? Willkommen, mein Freund! Hallo, ich bin hier, weil ich ein Elixier der kosmischen Macht brauche. Du brauchst ein... Was genau? Den Trank. Fenena meinte, dass ihr beide das abgesprochen habt. Ach ja, richtig, der Trank. Das ist das erste Mal, dass ich höre, dass jemand ein Potenzmittel zu bezeichnet. Warte, mit Potenz meinst du? Nennen wir es einen flüssigen Krückstock für deine Männlichkeit. Ein flüssiger Krückstock für deine Männlichkeit. Ah ja, den muss ich mal bemerken, du. Ein flüssiger Krückstock für deine Männlichkeit. Oh, ich verstehe. Was brauchst du dafür? Das Rezept ist zum Glück recht einfach. Ich brauche 10 Löwenzahn, 5 Gänseblümchen, 3 Disteln und eine Geheimzutat. Du kannst die Kräuter selbst sammeln oder gleich bei mir kaufen. Und die Geheimzutat?
Ja, das ist so eine Art elegante, also eine elegante Art, dir zu sagen, dass ich etwas Dung brauche. Frisch wäre ideal, am besten von hoher Qualität. Oh, ich würde niemals drittklassigen Dung kaufen. Ich bin doch kein Monster. Wenn du alles beisammen hast, brauche ich dir den Trank. Umsonst. Wir Männer müssen uns in solchen Situationen doch gegenseitig unterstützen. Flüssiger Krückstock für deine Männlichkeit. Sehr wahr, mein Freund. Ein Dung hätte ich daheim. Distel, Gänseblümchen und Löwenzahn. How are you? Only the best products here. Aber ich habe die besten Produkte hier. Was willst du? Hallo? Hast du mich nicht verstanden? Wieso versteht mich keiner? Komisch, dass bei mir keiner was einkauft. Was ist denn los? Geht so schnell. Hat er nicht gesagt, dass ich es bei ihm kaufen kann? Also ich müsste halt auch in sein Menü gucken, ne? Dann wird das auch wahrscheinlich. Ich will nur gucken, wie viel der so verlangt. Weil. Was verlangst du denn für ein Gänseblümel? Ajo. Pass mal auf, Digga. Ich glaube, dass ich dir das kurz Goodbye. abkaufe. 10 Löwenzahn, 5 Gänse, 3 Disteln. Best goods in the valley. 10 Löwenzahn, 5 Gänse, 3 Disteln und ein 10er Löwe. Ist doch billiger. Dann kann meine daheim die Sachen weiterverarbeiten. Aber Dung hast jetzt keinen, oder? Geheimzutat Dung. Dung hat er keinen. Das ist natürlich dumm. Aber Moment mal. Wir sind ja hier im See you Land der soon. Möglichkeiten. See you soon. I don't understand what's the problem. Was ist da los? Ich bin zu schnell. Tickerle. Ist die da drin? Bei der Ziege. Aber ob die Ziegen hier denn jetzt gerade Dung hat? Ziegen, sei es, sind die Schafe hier. Aber die Schafe machen doch kein Dumm, oder? War nicht drüben im Dorf weiter ein Schweinestall? Welcome, Stranger. Alina Stückler, ich hätte Only gerne ein the bisschen best Dung. Yo, products here. Baby! Gib mir ein Dung. La 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 la. Und Tschüssle. Goodbye. Goodbye. Adiöschen, Sprösschen. I don't know this. Ein flüssiger Krückstock für deine Männlichkeit. Ich hau zu. Sehr, sehr geil. Ich bin gespannt, es ist bestimmt eine Verarsche gewesen von der Fennenana. Diggerle, schön dich wiederzusehen. In Ordnung, ich habe alle Zutaten. Wunderbar, fangen wir mit dem Braun an. Ein kleines bisschen hiervon, eine Prise davon. Oh, du hast wirklich den guten bekommen. Umrühren nach links, umrühren nach rechts. Wie mit unserem Kaffee im Stream. Entschuldigung, mich verschluckt. Ein was auch immer, wie viel von dem hier und fertig. Fantastisch, vielen Dank für deine Hilfe. Jederzeit. Denk nur dran, den Kunden daran zu erinnern, dass er den Trank dreimal am Tag trinken muss und er wird ganz schnell wieder auf der Höhe sein. Das werde ich. Mach's gut. Sehr schön. Elixier der komischen Macht. Das passt schon, dass ich es komische Macht genannt habe, oder? Also, pass auf. Au. Ich bin gerade am Überlegen, Minas. Die war doch super weit weg noch, gell? Norbert scheint ein netter Kerl zu sein, wobei mir nach dieser kleinen Hexe wohl jeder andere Mensch netter. Das habe ich noch gar nicht gelesen. Du meine Güte, sie ist so schlimm, wie er gesagt hat. Sie ist schlimmer, als er gesagt hat. Wie kann ich in so einem kleinen Mädchen überhaupt so viel Gift sein? Ich muss ihren Auftrag so schnell wie möglich erledigen, damit ich sie niemals wiedersehen muss. Norbert scheint ein netter Kerl zu sein, wobei mir nach dieser kleinen Hexe wohl jeder andere Mensch nett vorgekommen wäre. Die Mächtigkeit dieses Elixier war natürlich absoluter Unfug, aber das war zu erwarten. Ich muss die nötigen Zutaten finden. Ich habe den Drang. Jetzt muss Fenena ihr Wort halten und Sambos Figuren in den Angeboten aufnehmen. Er wird begeistert sein. Ey, weißt du was, aber die machen wir jetzt nicht heute. Die machen wir jetzt nicht heute. Wir gehen jetzt zum Alwin und zum Gustl rüber. Machen wir im Frühling, ja? Wenn wir im Frühling dann hier sowieso Steuern zahlen, dann flitze ich kurz rüber. Jetzt gehen wir nochmal hier querfeldein. Schüsskowski. Norbert war echt ein Netter. Wie er es geschrieben hat, gell? Aber nach dieser Begegnung wäre mir wohl jeder nett vorgekommen. Da ist was dran, Diggerle. Mir geht's genauso und vielen von euch auch, wie ich gelesen habe. Fenena. Die war schon krass, ne? So, aber jetzt haben wir natürlich das Problem, dass hier ja eigentlich kein Waldrand ist, ne? Aber es ist trotzdem schön, hier lang zu laufen. Lass ich mal kurz gucken, vielleicht können wir die Brücke hier ansteuern. Weißt du? Dann haben wir die Chance, hier nochmal ein bisschen Loot zu finden. Boah, so machen wir das. Ich gucke natürlich in meinen Wald. Ob ich irgendwas sehe.
Juche. Hinten läuft ein Häschen fein, mitten im Wald hinein. Dann war der Norbert aber nicht der Fünfte. Dann war der Norbert nicht der Fünfte. Dann erwartet uns der Fünfte noch, wenn es den noch gibt. Das kann natürlich auch sein, dass der urplötzlich storytechnisch verstorben ist. Ne? Das wissen wir erst, wenn es dann soweit ist. Wenn sich einer der Herren, der glorreichen bisher vier, erbarmt, uns mitzuteilen. So, aber hier sieht es doch so aus, als könnte das Räuberlager hier irgendwo sein. Nee. Es hat einfach nur ein bisschen getäuscht. Nun gut. Dann ist das halt so, wie es ist. Ich glaube eher da drüben in dem Wald. Ich laufe trotzdem mal weiter rein. Naja, hier sind ja auch überall Wege. Wobei sie ja abseits vom Wegesrand immer sich aufgebaut haben bisher. Also ja gut, wir haben es erst zweimal gesehen. Ich weiß nicht, ob man da schon eine Routine ableiten kann. So ist die Frage jetzt für uns. Entlang des Weges, entlang des Flusses. Ich weiß, falsche Richtung, aber ich habe hier einen Fischerspeer, neue Stiefel, einfache Tunika. Eine einfache Tunika könnte eventuell etwas für den Rasimir sein. Guck mal, die würde uns 10 Kälteschutz bringen. Fupp, zieh ich sie an. Stiefel sind dieselben wie meine, ne? Ja, aber ich nehme natürlich die neuen. So, wenn jetzt aber hier eine Eisbaden ist gerade. Möglicherweise sind sie ja doch irgendwo hier. Wie ich halt gerade hoffe, dass ich welche finde, Leute. Ich gehe da mal ein Stück weiter rein. Nö, ne? Boah, da vorne sieht es nach einer Kiste aus. Könnte aber auch nur Stein sein. Der Dachs geht hier spazieren. Meister Dachs, ich wollte nur kurz vorbeischauen, ob ich dich vor Räubern oder sowas retten muss. Na gut, Leutchen, dann machen wir jetzt Folgendes. Querfeldein zum Gustl. Querfeldein zum Gustl. Häschen, springen. Wir springen um die Wette. Du nicht. Herrliches Geräusch. Kann gut sein, dass wir hier welche sehen. Ne? Die sind ja auch random verteilt auf der Map. Möglich ist immer alles. Außerdem kommt man so auf jeden Fall eher mal dazu, im Wald rumzustapfen als vorher. Vorher bist du halt am Weg entlang gelaufen oder halt kerzengerade irgendwie. Und jetzt suchst du schon so ein ganz kleines bisschen, ob sich was findet, ne? Ja, flitzt. Ihr wisst Bescheid. Ihr seid die Besten. Ohne euch wäre alles nichts. Ha! Ton. Und zwar frei Haus. Und eine Schaufel. Ich dachte gerade, wir haben wieder irgendwas gefunden, figurentechnisch. Sambos Anfänge. Ohne Geweih noch zu der Zeit. Das ist Ton hier, gell? Ja, ist eingeschneit nur. Aber ich brauche jetzt im Prinzip momentan keinen. Aber die Grabungshütte sollten wir uns irgendwann mal aufbauen, ne? Die, ist es dann da mit der Grabungshütte auch so, dass ich die effektiv in die Nähe setzen muss dann ab jetzt? Sieht so aus, als ob ich den schon hätte. Aber es sind keine Räuber unterwegs, Leute. Und wir haben ein bisschen was gefunden. Das ist genau das, habe ich heute vorgestellt. Schönes Wetter, Ausflügel, ein bisschen was erledigen. Das hat mich gerade saumäßig irritiert, das Ding. Kann halt überall was liegen, gell? Ist aber recht so. Ich finde, das passt gut rein. Das haben sie echt gut hingekriegt. Wollen wir einmal ums Dorf kurz rumsausen? Ob wir da noch was finden? Ich bin noch nicht ganz vom Gefühl her durch mit meinem Ausflug. Und da wir jetzt auch niemanden werben müssen, können wir eigentlich hier mal kurz außen rumschlampen. Da oben
nochmal gucken ein bisschen, wo wir schon ein paar Mal waren. Ich mache mal Folgendes. Ja, wir laufen da mal hoch. Gerade noch eine Minute, weißt du? Dann gehen wir am Alvin sein Zeugs. Und dann trinkt man Feierabendsbierle mit dem Gustavo, hätte ich jetzt fast gesagt, mit dem Gustl. Ja, ja, entspann dich. Ich will nur auf den Weg oben rein zum Spawnpunkt. Da nochmal kurz die Weggabelung angucken und hier den Weg dann nachher rein. Ist halt schon cool, wenn du dann auch mal ein bisschen was findest, was du nicht gleich selber erstellst. Außerdem kann es ja gut sein, dass da oben in der Wildnis ein Banditenlager ist. Ist das eigentliche Ansinnen meiner Reise hier hoch? Ich schaff's fast nicht. Die haben sie so gemacht. Hat der Entwickler bestimmt selber gesponsert, das Geräusch, oder? Für den. So. Reh. Kein Lagerfoyer. Vielleicht gehen wir am besten immer abends, weißt du? Hier ist auch wunderschön mit dem Zaun hier. Also der passt hier super hin. Tja. Nö. Oh, es gibt Schlimmeres. Außerdem liebe ich die Stelle hier. Weißt du warum? Wo man ja hier ankommt und das erste Mal, dass du hier alles siehst, ist ja, wenn du da rausläufst. Und da ist es immer wieder geil zu sehen. Ich habe das früher halt öfters gesehen, weil da damals der Rücksetzpunkt war, ne? Und du siehst dann da hinten schon dein Dorf aufgebaut. Das hat was, finde ich, absolut. Lass mal den Weg. Wir laufen von rechts ins Dorf rein jetzt. Ich will das nochmal nicht genießen. Guck mal. Da hinten entwickelt sich's, ne? Ja, ja, das ist schon recht. Das finde ich gespannt. Ob jetzt, müsste normalerweise so rein vom Ding her die Bogenquest kommen, ne? Unten steht er schon auf dem Feld. Ich klicke aber mal an, dass ich das hier verfolgen kann. Schönes Feld hat er gemacht. Ich bin stolz auf ihn. Hallo, ich bin zurück. Hier ist deine Hacke. Ich danke dir. Hattest du genug Münzen? Ja, Falibor hat es für dich sogar günstiger gemacht. Gib ihm 30 Münzen, Mama. Oh, das ist sehr nett von ihm. Behalte die Münzen. Du hast mir schon mehr als einmal geholfen. Du verdienst sie, mein Freund. Und du hast dich mit Falibor unterhalten. Was gibt's Neues bei ihm? Ja, das habe ich. Er hat erwähnt, dass er einen Jäger kennt, der nach Käufern für seinen Bogen sucht. Wirklich? Was, bist du interessiert? Ich weiß nicht. Ich habe noch nie einen Bogen in der Hand gehabt. Wahrscheinlich wäre ich sowieso nicht besonders gut darin. Das weißt du ja nicht, bis du es nicht versucht hast. Na los, was denkst du? Du hast eine ganz andere Lebenseinstellung als ich. Aber du könntest recht haben. Ich sollte darüber nachdenken. Gut, dann lasse ich dich jetzt mit deinen Gedanken alleine. Bis zum nächsten Mal. Warte auf die nächste Jahreszeit. Ja, ja, ja. Das ist der Teil der Story. Den kennt man natürlich. Aber hey, ich freue mich trotzdem drauf. Vor allem aufs Wettschießen. Warum läuft er denn jetzt hoch? Weil ich den Weg noch auslaufen will. Ich will nochmal auf mein Dorf blicken. Außerdem könnte es ja gut sein, dass die Jäger hier in der Nähe sich niedergelassen haben. Sind schon Jäger, Banditen, Gesetzlose, Räuber. Aber wir finden noch genug, glaube ich, auf unserem Weg durch die Landen hier. Schöne Stimmung. Da hinten siehst du dann unser kleines Anwesen. Das ist echt toll. Oh, da hinten ist ja noch ein Städtchen. Welches wird das wohl sein? Ach, es ist Sedilia. Das gute alte Stück. So, Gustl, das kann natürlich jetzt eine längere Phase geben. Ich bin gespannt, aber zieh mal durch, haben wir gesagt, gell? Ja, die Story ist so fesselnd und ich muss sagen, die haben so viel Humor da reingepackt. Hätte ich ja nie gedacht. Der Teil hat immer etwas trockener gewirkt auf mich. Jetzt nicht mehr. Sag mal, wie viel Steuern gibt es denn eigentlich dann jetzt? Oh, 589 ist natürlich ein Wort. Das ist natürlich ein Wort. Unigost, sprich mit Unigost. Das ist mein Ziel. Nabend, grüß dich, Kinga, die Schamanin. Gustl, die Galle!
Hallo, mein Junge. Hallo, Unigos. Lange nicht gesehen. Aber wirklich, Rasimir, wie ist es dir ergangen? Großartig. Ich habe kürzlich Wolrad getroffen. Das freut mich. Dein Vorhaben, mehr von Jordans Vergangenheit aufzudecken, scheint recht erfolgreich zu laufen. Das stimmt, ehrlich gesagt. Ist das auch der Grund, aus dem ich hier bin? Ich wollte dich nach Kestrel fragen. Kestrel. Ei, Kestrel. Stimmt, da war doch was. Oh, also hast du von ihr gehört? Ja, Wolrad hat ihren Namen erwähnt, aber sonst nichts. Die Geschichte muss jemand anders erzählen, hat er gesagt. Unigos? Das ist nur sehr seltsam, warum er das ausgerechnet so sagt. Wirklich seltsam. Kes, ich meine sie, nun ja, sie gehört zur Meute. Und das war es auch schon. Also gut, ich erinnere mich an meinen Deal. Kestrel ist eine badische Frau. Du klingst gerade wie ich, als ich stockbesoffen versuchte, meine Eltern weiszumachen, ich sei nüchtern. Du hast recht, entschuldige. Ich war einfach nicht auf dieses Thema vorbereitet. Sie, ihr Thema, weißt du, Kestrel war... Ich erinnere mich an den Tag, an dem wir uns das erste Mal begegnet sind. Jordan, Sambo und ich kamen gerade von einer unserer Einsätze zurück. Es war ein wirklich spektakulärer Raubüberfall, Plan, Kampf, Aufstand, Reinfall. Kurz gesagt, wir sahen uns dazu gezwungen, eine Abkürzung durch einen Fluss zu nehmen und verloren dabei fast all unsere Ausrüstung, auch unsere Pferde. Tagelang irrten wir durch den Wald, bevor wir auf ein kleines Dörfchen stießen. Wir waren viel zu erschöpft, um es auf elegante Art zu versuchen, also entschieden wir uns einfach, ein paar neue Pferde aus dem Stall zu nehmen und etwas Geld dazulassen. Das taten wir dann auch. Wir ritten so schnell wir konnten aus dem Dorf, als wir plötzlich einen gellenden Pfiff hörten. Die Pferde hielten auf der Stelle an und rührten sich nicht mehr, als wären sie verhext. Jordan stützte aus dem Sattel, Sambo trat mit aller Kraft die Hacke in die Flanken seines Pferdes, aber es bewegte sich nicht einen Schritt. Und dann hörte ich ihre Stimme. Okay. Wenn ihr alle wichtigen Körperteile behalten wollt, Jungs, dann steigt ihr jetzt von meinen Pferden ab und fangt an zu rennen. Ich drehte mich um und ich sah mich der schönsten Frau gegenüber, die ich je gesehen hatte, und dem Pfeil ihres gespannten Bogens, der genau auf mein Auge zielte, wie bei Rambo. In diesem Moment kam dein Onkel wieder auf die Füße. Er war stinksauer und das ließ er sie auch lautstark wissen. Also schwenkte sie ihren Bogen ein klein wenig zur Seite und ließ den Pfeil fliegen. Sie hat auf ihn geschossen? Ohne zu zögern. Sambo und ich haben uns gekrümmt vor Lachen. Was? Warum? Jemand wie sie war uns nie zuvor begegnet. Sie war die erste und so ziemlich die einzige Person, die es je geschafft hatte, Jordan alt aussehen zu lassen. Er blutete und wir lachten. Das ist witzig, gell? Die sind super, die cool. Das ist die geilste Meute der Erde. Er blutete und wir lachten. Das muss ein wirklich seltsamer Anblick gewesen sein. Sie dachte sicher, wir hätten den Verstand verloren. Ziemlich sicher. Das alles endete damit, dass wir den ganzen Tag miteinander verbrachten. Sie versorgte Jordans Wunde. Und Jordan sagte die ganze Zeit über kein Wort. Währenddessen flehte Sambo und ich sie geradezu an, sich uns anzuschließen. Als wir ihr unsere Mission erklärten, etwas, das wir nie zuvor einer Fremden gegenüber getan hätten, stimmte sie zu, ohne zu zögern. Diese Frau hatte einfach kein Quäntchen Furcht. Das mutigste Wesen, das ich je gesehen habe. Ich glaube, der war ein bisschen verknallt. Ihre einzige Bedingung war, dass wir alle Pferde mitnehmen. Diese Tiere waren ihre Familie. Sie hatte niemanden sonst und Familie lässt man natürlich nicht einfach so zurück. Es waren fünf. Manche würden sagen, dass es ein Zufall war, andere Schicksal. Das fünfte Pferd war für Wolrad, nicht wahr? In der Tat, sein Name war Klette. Sie haben ihn Klette genannt. Ein Name, der nicht besser zu einem zukünftigen Besitzer hätte passen können. Klette fungierte für beinahe ein Jahr als unser Packpferd, bevor er ein Reittier fand. Die beiden wurden unzertrennlich, das kann ich dir sagen. Aber zurück zu Kestrel. Jordan mochte sie am Anfang nicht besonders. Das muss das einzige Mal gewesen sein, dass ich ihn je so verunsicher gesehen habe. Bei anderen Frauen genügte ein Blick und er hatte sie in seinen Bann geschlagen. Doch bei ihr gelang ihm das nicht. Und das nahm er ihr natürlich übel. Okay. Zumindest für eine Weile. Denn bald ergab eins das andere. Die Sonne geht immer im Osten auf und im Westen unter. Daran führt kein Weg vorbei. So war es auch mit Jordan. Er bekam immer das, was er wollte. Und was er wollte, das war bewundert zu werden und begehrt. Es ist nicht so, als hätte sie wirklich eine Wahl gehabt. Sie waren ein Paar? Kestrel und Jordan? Nun, es begann alles... als eine flüchtige Liebschaft, aber beginnt die Liebe so nicht so oft? Schon bald waren sie unzertrennlich. Hätte ich Jordan nicht so gut gekannt, ich hätte geglaubt, dass sie ihn verändert habe. Aber er veränderte sich nicht, konnte es nicht. Er amüsierte sich nur mit seinem neuen Spiel, eine Liebesbeziehung. Selbst Sambo wurde das irgendwann klar. Alle wussten es, außer Kestrel. Jordan wurde dieses Spiel so bald... Irgendwie glaube ich das alles nicht so ganz.
Jordan wurde dieses Spiel so bald müde wie alle anderen. Also kehrte er wieder dazu zurück, alle möglichen anderen Frauen zu verführen und Spaß mit ihnen zu haben. Mit dem Unterschied, dass das Ganze für ihn nun den zusätzlichen Reiz der Herausforderung hatte, es vor Kestrel geheim halten zu müssen. Es tat weh, das mit anzusehen, wirklich weh, besonders weil ich sie beide so sehr liebte. Aber ich glaube ihm gerade kein Wort. Du liebst sie wie deine Familie. Rasimir, ich liebte Kestrel von dem ersten Moment an, in dem ich sie sah, in dem sie ihren Pfeil auf mich richtete. Das hat nie aufgehört, aber ich bin schon immer schüchtern gewesen und mein Leben in Jordans Schatten hatte das noch schlimmer gemacht. Also behielt ich es für mich, jahrelang, bis ich es nicht mehr tat. Wie meinst du das? Wir begannen uns heimlich zu sehen. Also habt ihr Jordan betrogen? Nichts ist jemals einfach schwarz oder weiß, lieber Rasimir. Das wirst du lernen, wenn du älter bist. Wir bewegen uns alle innerhalb unendlich vieler verschiedener Graustufen. Aber, ja, es lässt sich nicht leugnen. Ich hasste mich selbst dafür und ich hasste ihn, weil er die Liebe meines Lebens verletzte. Dafür, dass ich sie anlog und sein schmutziges Geheimnis zu wahren, während ich mein eigenes hütete. Es war erschöpfend, wenn ich ehrlich bin, doch ich konnte nicht aufhören, konnte sie nicht verlieren und sie konnte nicht damit aufhören, ihn ebenfalls zu lieben. Ich verurteile dich nicht, Unigos, das klingt unerträglich. Das ist nicht das Ende der Geschichte, alles ging bergab, aber als sie schwanger wurde, ich konnte weder essen noch schlafen, zog mich mehr und mehr. Ist der Nachtwächter gerade durch? Ich dachte gerade, jetzt kommt der Auto. Das ist nicht das Ende der Geschichte. Alles ging bergab, als sie schwanger wurde. Ich konnte weder essen noch schlafen, zog mich mehr und mehr von ihr zurück. Das Nichtwissen brachte mich fast um den Verstand. War Jordan der Vater? Lag ich bei einer Frau, die das Kind eines anderen trug? Oder war es vielleicht das meine? Und ich würde es nie großziehen, stattdessen als sein Onkel bei ihm leben. Eine Lüge leben, wie ein Feigling. Die finsteren Gedanken gingen mir in diesen Momenten durch den Kopf. Ich gebe mir noch immer die Schuld deshalb. Habe ich ihr etwas insgeheim so gewünscht, dass es passiert? Das war's passiert. Das Kind kam tot zur Welt. Boah, das ist übel. An jedem Tag wollte ich mit ihm sterben. Doch gleichzeitig fühlte ich mich erleichtert. Was für ein Mensch fühlt sich von so etwas erleichtert? Also, als Jordan den Raum verließ, wollte ich die Augen des Kindes sehen. Ich wollte sicher gehen, endlich wissen, was ich fühlen sollte. Aber sie ließ mich nicht. Jordan und ich trauerten gemeinsam, tranken und weinten die ganze Nacht gemeinsam. Ich tat, als hätte ich lediglich Mitgefühl, das Mitgefühl eines Bruders. Dabei war ich nicht als ein Dreckskerl. Ein Dreckskerl, der seinen ganz eigenen Grund zur Trauer hatte. Der winzige Körper des Kindes wurde am Morgen verbrannt. Danach konnte ich nicht zu Kestrel zurück. Und Jordan konnte es ebenfalls nicht. So verlor sie drei Männer an diesem Tag. Alle verzehrt von den Flammen, als Rauch und Asche zerstreut vom Wind. Unigos, es tut mir so leid. Ich hatte keine Ahnung, was du alles durchmachst. Was ihr alles durchgemacht habt. Es gibt nichts, das ihr leid tun müsst, mein Junge. Ich habe von Anfang an versucht, es dir klarzumachen. Beneide nicht das Leben, das wir geführt haben. Wir haben versucht, etwas wirklich Gutes zu tun, etwas zu verändern. Doch wir waren eine kleine Herde. Doch wir waren keine Helden. Wir zahlen noch immer den Preis dafür. Ich muss sie sehen, Unigost. Du hast gesagt, dass ich... Ich muss sie sehen, Unigost. Du hast gesagt, dass es euch alle in dieses Tal verschlagen hat. Ich weiß nicht, wo sie lebt. Sie wollte nicht gefunden werden, nicht von mir. Also habe ich nie gesucht. Allerdings bin ich nicht sicher, dass Sambor es weiß. Du kannst es bei ihm versuchen. Das werde ich. Rasimir, wenn du sie siehst, sag ihr, dass ich... Nee, sag nichts. Gib Acht auf dich. Wieder eine krasse Story. Vielleicht muss man ihm aber einfach glauben, weil die Story von früher nicht mehr die von heute ist. Aber dass unser Onkel so ein triebgesteuerter Typ war, wundert mich stark. Sprich mit Sambor. War nicht letztens jemand, der sich gewünscht hat, dass wir wieder beim Sambor vorbeigehen? Wir kommen beim Sambor nochmal wieder vorbei. Alvin, Sambor und, lasse mich mal ganz kurz gucken. Der Text ist manchmal so, durch das Schnörkliche geschriebene, ist manchmal echt schwerflüssig zu lesen, habe ich gemerkt. Es geht, aber so zwischendrin verschwimmt es dann so. Sambors Geschichte ist klar. Da müssen wir nochmal nach Denika. Alvin warten wir auf den Frühling. Das heißt, wir können theoretisch morgen, wenn wir Bock haben, zum Sambor hochschlappen. Wie weit sind wir denn vom Brunnen weg? Der Brunnen mit 50 Punkten, wenn wir Placebo-Felder machen, wollte ich die ganze Zeit. Dann habe ich gedacht, nee, komm, freuen wir uns lieber länger auf den Brunnen. Aber irgendwie wäre es das Projekt für morgen. Weißt du, wie ich meine? Dass wir morgen den Brunnen da hinten reinbauen, in unser Viertel, das wir jetzt momentan angefangen haben. Dann zum Sambor hoch. Und dann könnte man im Frühjahr Steuern zahlen. Mit dem Alvin sprechen.
Steuern zahlen, Alvin sprechen, kurz in Denika, die Holzfiguren abliefern, gucken, wie es da weitergeht. Dann hätten wir für morgen was zu tun, egal welches Wetter es ist. Ich glaube, das machen wir, Leute. Ansonsten haben wir ja alles soweit gemacht, oder? Ich guck gerade mal. Den Grabungsschuppen, den könnten wir eventuell auch noch bauen. Frage ich mich natürlich. Waren nicht hier auch irgendwo Tonfelder? Zur Not baue ich den Grabungsschuppen beim Sambo oben hin. Steht was dabei? Es steht jetzt nichts dabei, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass der auch in der Nähe vom Tonhall sein muss, wie die Scheune in der Nähe von den Feldern, oder? Wir hatten den mal hier sitzen, aber ich glaube, hier war nirgendwo Ton. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, wir setzen den beim Sambo oben hin, den Grabungsschuppen. Dann haben wir im Prinzip jemand, wir müssen dann gucken, dass wir jemanden von unten einziehen lassen. Dann haben wir praktisch auch wieder Bewegung hoch zu uns auf dem Weg. Dann würde hier den Weg entlang jemand Richtung Sambo laufen, morgens und abends, weißt du? Ich glaube, das machen wir so. Ja, das machen wir so. Gut, dann haben wir wieder ein bisschen was mitbekommen von der Story um unseren Onkel und um die Meute. Alvin haben wir soweit versorgt. Dann sind wir auf dem Laufenden. Außer die Figur. Nö, wir haben eigentlich jetzt alles gut weit vorwärts gebracht. Ich bin stolz auf uns. Haben wir schön gemacht. Morgen, letzter Wintertag. Dann geht es bei uns weiter. Offensichtlich hat auch alles gereicht. Ich gehe gerade mal ganz kurz im Verwaltungsbereich gucken. Holzbedarf ist mehr als gedeckt. Wasserbedarf müsste man vielleicht mal danach gucken. Nahrung weniger als Bedarf. Muss ich gucken, haben wir... Oh ja, hier ist überall rot. Kräuterhütte fehlen die Mats, das ist aber klar. Bei der Jagd, Fischerhütte, da kann ich den Fischerspeer reinmachen, das ist aber auch kein Problem. Bei Landwirt ist auch klar, was fehlt. Ne, im Prinzip fehlen nur ein paar Mats. Können wir dann vielleicht morgen irgendwie einflechten, dass wir nochmal so ein bisschen was sammeln, Steine, Sticks und so. Dann freue ich mich auf morgen. Schönen Dank, dass ihr dabei wart. Bis dann.